Nachoperation versus Korrekturoperation. Was ist eigentlich der Unterschied? Das ist das Thema dieses Videos. Schönen guten Tag, mein Name ist George Stergio. Ich bin der leitende Arzt der Abteilung für Gesichts- und plastische Chirurgie der Praxisklinik Urania hier in Zürich. Es kommt immer wieder vor, dass wir zum Thema Nachoperation oder Korrekturoperation den Patienten den Unterschied erklären müssen. In der Regel spielt es keine Rolle, welche Schönheitsoperation Sie durchführen, ob es jetzt eine Nasen-OP ist, eine Lidoperation oder eine Brust-OP. Vom ersten Moment an wird bei uns in der Klinik immer wieder darauf hingewiesen, dass allenfalls nach einer gewissen Zeit, in der Regel nach einem Jahr, die Situation der Operation nochmals beurteilt wird, weil dann ja die Narbenheilung definitiv abgeschlossen ist. Und dann kann im Bereich der Brust allenfalls die Form, die Symmetrie, aber auch die Narbe nochmals beurteilt werden. Das Gleiche gilt auch bei der Nase zum Beispiel, wo wir Abschwellung abwarten müssen. Und es kann sein, dass die Nase nach 6 Monaten alles tipptopp ist, aber dass nach 12 Monaten der Patient sagt: Ich spüre doch da und dort eine scharfe Kante, ich spüre es aber erst, seitdem die Schwellung weggegangen ist. In solchen Fällen muss eine Korrekturoperation stattfinden, wenn man dieses Problem beheben möchte. Man muss dem Patienten aber von Anfang an klar sagen, man muss diese Zeit abwarten, damit der Körper die Abschwellung und die Wundheilung definitiv abgeschlossen hat. Ein Jahr ist in der Regel bei uns in der Klinik das Minimum für eine Korrektur der Narbe oder der Oberfläche oder der Form. Das wäre die klassische Korrekturoperation. Wir werden in einem separaten Video dann nochmals eingehen, was wir unter Korrekturoperation verstehen und wie das bei uns in der Klinik gehandhabt wird. Was ist eine Nachoperation? Unter einer Nachoperation definiere ich die Operation, die von Anfang an klar definiert ist als eine Operation, die gegeben ist bei diesem Konzept. Das heißt, wenn eine Patientin zum Beispiel eine Brustaugmentation mit Eigenfett plant und sie möchte mindestens 2 Körbchen größer haben, wie das sie jetzt hat, dann muss man ihr von Anfang an sagen, dass aus medizinischer Sicht die Brustaugmentation das erste Mal höchstens ein Körbchen abdecken kann, weil wir nicht mehr wie 250 Milliliter Fett transplantieren können. Zu diesem Thema haben wir auch ein separates Video aufgestellt. Es ist klar, dass wenn sie sagt, ich möchte 2 Körbchen, dass wir dann eine zweite Operation nachschalten müssen, frühestens nach 6 Monaten. Das wäre also keine Korrekturoperation, das wäre eine Folgeoperation aufgrund der Tatsache, dass sie ein gewisses Ziel anstrebt. Ich sage auch, dass Folgeoperation gerade bei den Brüsten ein Thema ist, wenn es darum geht, wann müssen Implantate gewechselt werden. Wir wissen statistisch, dass nach 10 bis 15 Jahren, allenfalls aufgrund der natürlichen Reaktion des Körpers und aufgrund einer Verkapselung, es Zeit ist, allenfalls früher oder später die Implantate zu ersetzen. Auch das wäre eine Folgeoperation, die eigentlich die Patientin von Anfang an in diesem Konzept mit einplanen muss, dass sie weiß, dass wenn sie regelmäßig in die Kontrollen kommt, dass der Arzt ihr aufgrund der Situation irgendwann mal die Tatsache auf den Tisch bringt, dass ein Implantatwechsel ansteht und diese Folgeoperation zu erfolgen hat. Also, Folgeoperation ist nicht gleich Korrekturoperation. Korrekturoperation hat den Nachteil, dass man von Anfang an mit dem Patienten natürlich auch mit einbeziehen muss, wie die Finanzierung solcher einer Operation stattfinden muss, weil sie eine Korrektur ist, einer schon erfolgten Operation. In Deutschland gibt es ja eine sogenannte Folgekostenversicherung. Als ich noch in Deutschland gearbeitet habe, habe ich eine sogenannte Versicherungspolice angeboten, von der Klinik aus. Man kann sich also versichern, dass man nach einem Jahr oder nach 2 Jahren eine Folgeoperation im Prinzip dann sich von dieser Versicherung zahlen lassen kann. Das gibt es in der Schweiz nicht. Wir haben ein separates Modell hier bei uns aufgestellt, so dass der Patient aber vom ersten Moment an weiß,
was es kostet, falls nach einem Jahr bei einem Prozentsatz von 5-10%, je nach Operation, eine Korrektur stattfinden sollte. Falls Sie sich für eine professionelle Beratung im Bereich der Schönheitschirurgie oder der ästhetischen Medizin interessieren, dann nehmen Sie sich einen kostenlosen Beratungstermin hier bei uns in der Klinik in Zürich. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es euch wirklich etwas gebracht hat, gebt mir einen Daumen nach oben, ansonsten einen Daumen nach unten. Ansonsten freue ich mich natürlich über Fragen und Kommentare, die Sie unten einbringen können. Und wir freuen uns, wenn Sie meinen Videokanal wöchentlich anschauen zum Thema ästhetische Medizin und Schönheitschirurgie. Aus Zürich grüßt Sie, Ihr Dr. Stergio.